Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Cyberpunk 077 2.0. Mein Name ist Mauxmile und ich begrüße euch hier ganz herzlich zu diesem Gameplay. Dauert das lange? Ja, das dauert noch ein bisschen und wenn du so weitermachst, dann dauert es noch länger. Jackie, bleib mal, halt mal die Füße jetzt still hier. So, ich wollte nur mal kurz die Leute begrüßen. So, dann wollen wir mal zu uns schauen. Das Einzige, was ich jetzt nicht aufgenommen habe, war das Tutorial zum ja, ich komme. Wie man mit dem Schwert umgeht, wie man schießt, wie man springt, wie man hackt und so. Das, ich glaube, das war für die Zuschauer eher unwichtig, ne? Ich wollte lieber die Geschichte hier und die ganzen Aufträge erzählen. So, gehen wir mal in den Fahrstuhl rein. Aufzug. Betritt mit Jackie den Aufzug habe ich. Na, er geht automatisch oder was hier? Fährt automatisch hoch. Wohin geht's überhaupt? Sandra Dorsett. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Okay. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Jackie hat recht. Versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Brain Dance. So, willkommen. Ich würde gerne nochmal die Wand abfotografieren. So, jetzt sind wir aber drin. Oh Mann. Der hat schon beide Wangen. Schneller Nahkampfangriff. Aber ich sehe ihren Nachladen, ausweichen, springen. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Versucht die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, W? Ja, warte mal. Ich kann's probieren. Ab jetzt leise. Ja, du läufst aber nicht gerade leise, ne? Du stürmst gerade quasi da rein ins. Scheiße, sind wir zu spät? Ist sie das wie? Die Zielperson? Ist ja ein halber Cyborg. Ah, wir müssen die untersuchen. Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Setatec Repos vom Schwarzmarkt. Ah, okay. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Ich glaube, die ist da drinnen, ne? Halt die Füße still, warte. Wie? Achtung! Binde raus vor uns! Erledige ihn leise, wie? Cool bleiben, wie? Der Feind schläft nicht. So, rein mit dir in die Kiste da. Nicht übel. Warte. Zum Lesen. Viele Menschen glauben, dass wir in einer Zeit leben, in der das Wort unmöglich absolut geworden ist. Ripper Dogs sind in der Lage, fast jedes Körperteil durch künstliche Implantate zu ersetzen. Vom großen Zeh bis zum bestimmten Bereich des Nervensystems. Dennoch haben mich meine Jahre bei Trauma-Team gelehrt, dass unmöglich nach wie vor sehr möglich ist. Selbst heute, kurz vor dem Ende des 21. Jahrhunderts, sind medizinische Kräfte wie wir nicht in der Lage, sämtliche Nebenwirkungen der kybernetischen Elemente in unserem Körper zu eliminieren. Jeder sollte heutzutage mit der Krankheit vertraut sein, die als Cyberpsychose bekannt ist. Aber damit endet es nicht. Obwohl der medizinische Fortschritt das Auftreten dieser Krankheit im Großteil unseres Jahrhunderts auf einem Minimum reduzieren konnte, gibt es bis heute in kleineren Bevölkerungsteilen Fälle von Cyberware-Abstoßung. Bei diesen wenigen Unglücklichen können diverse Komplikationen auftreten, allerdings kommen die folgenden am häufigsten vor. Nummer 1, Immunokration. Der Körper stoßt das Implantat ab, wodurch kontinuierlich Narbengewebe wuchert, was zum Schmerzen und Entzündungen des umliegenden Gewebes sowie mögliche Störungen des Tesch-Schaltkreises führen. Zweitens, psychologische
Nebenwirkungen. Neurologische Implantate besitzen das Potenzial, unvorhersehbare Veränderungen im Gehirn hervorzurufen. Mögliche Nebenwirkungen beinhalten Depression, Aphthalmie, Halluzination, sowie der plötzliche Anstieg suchtinduzierter Verhaltensweisen wie zum Beispiel Wetten. Drittens, Implantate über Abhängigkeit. Die Verwendung bestimmter synthetischer Körperteile über einen längeren Zeitraum kann die Hirnchemie so verändern, dass sie sich an einem bestimmten Implantat gewöhnt. Manche Berichte sprechen von permanenter Erbildung, nachdem Patienten versuchen, ihre chirurgische Optik durch andere Modelle zu ersetzen. Was können wir als Konsumenten und Mediziner angesichts dieser bekannten Risiken tun? Uns ganz von kybernetischen Verbesserungen fernhalten, weil eine Chance von 0,5% besteht, dass wir unsere Augenlicht verlieren oder unsere gesamte Ersparnisse lieber in Casino verspielen. Die Antwort ist ein klares Nein. Cyberware-Technologie verbessert und erweitert die menschliche Biologie so enorm, dass all diese Was-wäre-wenn-Argumente unserem besten Interesse entgegenwirken. Der beste Rat, den ich zur Minimierung des Risikos geben kann, ist dieser. Lesen Sie vor der Installation die technomedizinischen Profile sämtlicher Cyberware, die Sie erwerben möchten, gründlich durch. Okay. Es musste schnell noch gelesen werden. Da kann man nichts aufmachen. Hier ist noch was. Die Folie erstmal weg hier. Medizinisch alles nehmen. Okay, das haben wir alles. Wie viele haben wir? Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei euch. Aber im Ort. Rote Parasiten. Oje, wie? Sie kommen. Warte deine Chance ab. Dann leg sie um. Okay, warte mal, wir müssen da. Der hat mich fast gesehen. Cabrones, wie Heuschrecken. Warten. Ah, so. Okay. Ah, sorry, ich wollte jetzt hier keinen Massaker machen, aber. Da sind noch mehr Scavs. Los, da. Ihr wollt doch die Zielperson nicht unter Beschuss darauf bringen. Keine mal Kugeln im Rücken. Nimm das, du hast ja Kopf. So recht. У меня для тебя подарочек. Achtung, Bi! Sie haben dich! Okay. Hier. Super! Bi, Kopf runter! Der hält aber was aus, Dürmer. Ah ja, reißt euch alle zusammen. Oh. Ich auch. Du kriegst das hin. Gib mir Deckung. Lade nach. Ich fress Blei zum Frühstück. Na komm raus da aus der Ecke. Oh. Hab ihn. Da ist er doch. Keine Chance. Machi, ich hol den Butter. So, den hab ich auch. Okay. Nimm mal alles weg. Warte mal. Wo ist der eine hin? Hä? Okay. Feindkontakt besteht gegen den Alarm. Okay. Jetzt, wir haben sie schon jetzt da. Gehen hier die Optionen aus. Bug, du siehst doch alles. Gib mir was. Der Raum, in dem er ist, hat einen Balkon. Ah. Fenster links von euch. Gebt mir 2 Sekunden fürs Schloss. Okay, Provence. Okay, hab die Tür gehackt. Passt auf euch auf. Boah, was ist das für eine Waffe, ey? Die schießt durch Wände. Ihr mich so defendet, Cabrones. So, hier. Keine
keine Bewegungen auf den Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erledigt. Die Luft ist rein. Scheiße. Wo zum Teufel ist unser Ziel? Warte mal, hier haben wir noch eine. Sie muss hier irgendwo sein. Noch eine Nachricht hier. Schmerzeditor und Einführung. Das Implantat, weiterhin bekannt als Schmerzeditor, ist Cyberware, die Schmerzen reduziert oder sogar völlig eliminiert. In gewissen Krisen von Night City erfreut sich seit Jahren ungehemmter Beliebtheit. Vor allem bei Söldnern an diese Testgruppe führte zu Zeta-Tash steht Tests mit folgenden Resultaten durch. Der Schmerzeditor ist ein neuraler Prozessor, der die Signale der Nozizeptoren an den Parietallappen des Gehirns unterdrückt und beim Nutzer so Schmerzfreiheit evoziert. Hinweis: einige Modelle reduzieren außerdem Müdigkeitssymptome. Die vorteilhaften Effekte des Schmerzeditors ähneln in gewisser Weise den Symptomen der Hypothyseose, schlag mich tot, die zu besserer Widerstandsfähigkeit gegen körperliche Folter sowie die Fähigkeit führt, Wundschmerz zu ignorieren, um vorübergehend in der Lage zu sein, die Grenzen des Menschseins auszuweiten. Allerdings zeigen einige Studien, dass der Schmerzeditor eine Reihe unerwünschter Nebenwirkungen hervorrufen kann. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass Nutzer im Eifer des Gefechts nicht bemerken, wie schwer sie verwundet sind, sodass sie weitermachen, obwohl sie dringend medizinische Versorgung benötigen. Die Statistik bestätigt zudem die Theorie, dass die Verstärkung durch den Schmerzeditor dazu führt, dass Benutzer weiterkämpfen, obwohl sie rationale Entscheidung, um dem Tod zu entgehen, ein Rückzug wäre. Seit 2020 liegt diese Sterblichkeitsrate bei Schmerzeditorenbesitzern bei über 60%. In diesem Bericht befasse ich mich mit der Frage, wie man CTESH-Kunden besser vor einem vermeidbaren Tod durch unsachgemäße Anwendung unseres Schmerzeditors schützen kann. Mhm. Gut. So, wir gehen mal hier in diese. Hier kann man nichts aufmachen. Der läuft einfach hier durch. Hier ist der Typ. Hier ist die Waffe. Aha. Kann ich irgendwas? Nee. Hier irgendwelche Sachen, die man noch mitnehmen kann. Öffne das hier. Hier kann man nichts mehr. Hier, da ist ein Computer, da könnte man. Hä? Gerade konnte ich doch daran benutzen. Frischfleisch. Du bist so gut wie tot. Victor, an Blase. Du bist tot. Wenn ich hier noch einmal einen deiner Leute sehe, droht ihnen Schlimmeres. Also als nur ein verstauchter Kiefer. Das ist keine leere Drohung. Versuch es nur. Okay, nett. Brauchen wir nicht reinzugehen. Zurück. So. Hä? Warum habe ich jetzt die Waffe wieder zurückgelegt? Komm her. Gib mir die schwere Waffe. So eine verfickte Scheiße. Ach nein. Da ist sie. Glaub mir, ich habe echt keinen schwachen Magen, aber das, verdammt, sowas kann ich nicht ab, dieser Schlachterscheiß. Oh nein. Ich glaube, ich habe sie, unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomann an, ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Hier liegt noch eine Leiche in der Wand. In einer Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Hab gehört, die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Wie, schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Anschließe an.
Sandra Dorsett, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomon. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Hm. Also Scorplutscher-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomon stören. Ist das gefährlich? Ist das nicht gefährlich? Können wir sie nicht einfach wegschaffen? Sie ist hier und atmet. Mach jetzt keine Rückzieher. Wir brauchen den Biomon intakt, um Blutungen zu finden und so. Such den Splitter und zieh ihn raus. Oh Mann. Hier. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomon. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Dann halten wir so lange den Rücken frei. Augen auf, das war's noch nicht. Wer weiß, was da draußen ist. Bin bereit, wie? Zieh dein Ding durch. Oh, fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, Air Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es, ey! Ich glaube, Scheiße, es hat geklappt. Feuer, Cabron, bring sie nach draußen! Feuer, schaff sie raus, Terrasse! Abstand halten. Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Befolgen Sie die Instruktionen. Meiden Sie den markierten Bereich. Meiden Sie den markierten Bereich. Meiden Sie den markierten Bereich. Meiden Sie den markierten Bereich! Hab ich doch, ich bin auch im markierten Bereich jetzt hier. Meiden Sie den markierten Bereich! Achso, ich muss raus aus dem markierten Bereich, oder? Jetzt. Patienten auf den Boden legen! Legen wir die auf den Boden hin. Patienten auf die Trage legen. Na, geht nicht. Sag mal, da jetzt. 5 Schritte zurück, jetzt. TT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. Okay, wir können wieder einsteigen. Dopamin, 110 Norepinephrin, 800 Fibrin. Fantastisch, das Spiel. Ich kann nur liebe Leute sagen, das mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir haben es geschafft. Junge, die ist weg. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich kling mich aus. Okay. Wir sehen uns bald. Hör zu, Mano. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich habe ein Date mit Misty und... Komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde.
So, okay, wir haben es geschafft. Vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Ihr sagen, der Job ist durch. Halte gedrückt, um zu telefonieren. Okay, Telefonmenü gedrückt halten. Wakako. F. Wakako Okada. Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Einigermaßen. Relativ gut. Trauma-Team hat sie uns abgenommen. Sie kommt durch. Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Manu. Ich fahre. Na dann komm. Sehr gut. Warte, bis der Bezirk nicht mehr abgeriegelt ist, okay. Oh, es war eine heftige Nummer, doch. Also bis jetzt macht das Spiel wirklich einen guten Eindruck. Night City ist einfach geil. Ja, das ist wahr. Das hat was von Blade Runner. Nee, nicht Blade Runner und diese... Nicht wie jeder andere. Ach, wie hieß denn das Spiel damals in den 90ern? Oh. Andrew Wayland, Adam Smasher. Es gibt, glaube ich, sogar eine wie sagt man dazu? Ach, ihr kennt das doch, der hat doch so einen Hund gehabt und Runner hieß das oder so. Oh Mann, das war einer meiner Lieblings, war auch so alles so. Es war so ein Click-Adventure und man konnte dann immer, man konnte dann, man hat so eine Katze oder einen Hund zu Hause gehabt, glaube ich, weiß es nicht mehr. Und dann war man in so eine Cyberwelt, ey. Okay. Das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Gav! Ich hoste Butter! Jetzt fahr schon, Jackie! Na los, wie? Kann nicht! Halt ihn ruhiger! So, ich versuch's doch. Ich versuch's langsam. Festhalten, wie? Na gut. Ach du Scheiße! Sei vorsichtig! Ich hab ihn eigentlich direkt... Hab euch, Arschlöcher! Wie? Ziel auf den Fahrer! Warte, jetzt! Bingado! Sehr gut. Wir haben's geschafft, Freundchen. Dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, wie? Schon okay, das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Road closed. Wir haben schon zugemacht. Ja, das regnet auch noch. Wer hat er denn da? Sprit, irgendwelches Zeug, Baseballschläge. Verdammt. Verrammeln nicht alles. Da ist ein Cyborg, guck mal hier. Ist bis auf Weiteres abgesperrt. Ach, notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten! Okay, dann mal los. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich. Da haben wir noch schnell reagiert, ne? Also, reden kannst du.
mochte dich, echt. Meine Leidenschaft hat sie mitten ins Herz getroffen. Genau. Ich bin loyal. Ein Typ für Beziehungen. Mhm. Und bescheiden. Du weißt schon. Natürlich, mein Freund. Sehr bescheiden. Guck mal sie. Da gibt's aufs Maul. Scheiße, sie sind hier. Okay. Da wird einmal alles abgeknallt. Keine Überlebenden. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Wir drehen alle durch hier, Mann. Meine Junge, du. Geschafft. Wir sind gleich da. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Shelby, die lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Klar, ich spiel wieder den netten Jackie. Das ist echt interessant hier. Das ist für eine riesige Welt. Gut, dass sie dieses Update rausgebracht haben. Süße Träume wie. Ich danke dir. Mach's gut. Grüß Misty von mir. Werde ich. Hi, Leugo. Ah, so, ab nach Hause. Level 2 Abstieg. Sehr gut. Das hier alles gibt hier. Schau dir das mal an. Da. Wet Dreams. Delamine, leave your problems at the door. Okay. You shoot we aim, Kango. Und was ist hier? Wenn ein Phantomjugend plötzlich tödliche Folgen hat. Fremdkörper. Installation auf ein. Ab ins Apartment. Mein erster Gast heute ist der Buck? Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Ein Job von T-Bog, die Aufgabe, die T-Bog dir gegeben hat, ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung. Okay. Und unser zweiter Gast ist Karina Lee, Moderatorin der Show Chip In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne über das exklusivste und meistbegehrte Implantat sprechen, das momentan auf dem Markt ist. Und zwar Arasakas Relic. Aber vielleicht sollten wir erst sicherstellen, dass unsere Zuschauer wirklich im Bilde sind. Karina, sag uns bitte, was genau heißt Relic eigentlich? Genau. In einem Wort? Ich würde sagen, Unsterblichkeit trifft es gut. Unsterblichkeit? Wahnsinn, wirklich? Das ist richtig. Der Relic macht es möglich, das Bewusstsein einer sterbenden Person auf einen Chip zu übertragen. Damit ihre heimatlose Seele zügig selbst ein neues Zuhause findet. Die Bilder, siehst du, dass die Fernsehen, je nachdem, wo du guckst, ist der hell und dunkel, ne? Ist ja Wahnsinn, ne? Ganz egal, wohin sie auch geht. Mein armes Kind, denken Sie bitte darüber nach, was Sie sagen. Dieser Relic, das ist eine Abscheulichkeit, die sich allein von menschlichem Elend ernährt. Er ist ein unnatürliches Bildnis, ein goldenes Kalb, erschaffen durch falsche Propheten. Arasaka spricht von dem Erhalt menschlicher Seelen, aber sie versprechen euch nicht mehr als einen herz- und geistlosen Algorithmus, der mit der Stimme der Verstorbenen spricht. Schlimmer noch, diese Technologie ist doch nur ein Werkzeug der Verlockung und Korruption. Nur die reiche und mächtige Elite hat darauf Zugriff. Sie wird bestimmt jeden Preis zahlen, solange es ihnen diese Illusion verschafft, die sie Unsterblichkeit. Nun, es stimmt, dass Arasaka den Zugriff auf den Relic momentan gezielt beschränkt hat, doch natürlich... Ihr Versprechen ist eine Lüge, eine fiese Lüge, getrieben von Gier und einem... Ha! Das sagt ja genau der Richtige!
Ich muss doch sehr bitten. Falsche Versprechungen. Gier und der Hunger nach Macht klingt stark nach Ihrer Institution, wenn Sie mich fragen. Wie können Sie es wagen? Versprechen Sie nicht ein Leben nach dem Tod? Verlangen Sie keine Beerdigungsgebühren von trauernden Familien? Vielleicht hat der Pastor ja nur Angst vor ein bisschen gesunder Konkurrenz. Wie bitte Konkurrenz? Sie glauben, dass alles in dieser Welt problemlos gezählt, gemessen und rationalisiert werden kann? Und das ist doch unser gutes Recht. Wir können künstliche Gehirne konstruieren und sogar neues Bewusstsein erschaffen. Aber ich frage Sie, wieso? Was gibt uns das? Sind wir als Menschen auf dieser Erde dadurch ansatzweise glücklicher? Dieser Relic soll uns Ewigkeit schenken. Aber alles, was ich sehe, ist eine Ewigkeit voller Leid. Statt uns zu verabschieden, quälen wir uns mit dem Klang ihrer Stimmen, ihrer Anwesenheit. Was sagen Sie dazu? Wer hat recht? Ist es Miss Lee oder vielleicht auch eher Pastor Culver? Es liegt allein an Ihnen. Schicken Sie Culver oder Lee an die 7892, um abzustimmen, und erhalten Sie außerdem die einzigartige Chance auf Tickets für die diesjährigen Playoffs. Bis zum nächsten Mal, Night City. Bis bald. Alles klar. Interessant, was sich die Leute in der Zukunft, mit was sich die Leute in der Zukunft beschäftigen. Aber die Stadt. Night City ist schon herrlich, ey. Ist schon riesig und gut. Nachrichten noch schnell gucken, ne? Willkommen bei den heutigen Lokalnachrichten ja. Von N54. Ich bin Gillian Jordan. Bereits das dritte Jahr in Folge wurde Militech zum besten Arbeitgeberkonzern in Night City ausgezeichnet. Diese renommierte Auszeichnung ist auf die zahlreichen Vergünstigungen für Arbeitnehmer zurückzuführen. Darunter 5 bezahlte Urlaubstage pro Jahr, unbeschränkter Zugang ganz zu stimulierenden ziemlich großzügig und Hilfe beim Erwerb von Implantaten. Und als wäre das nicht genug, hat Militech 34% seiner treuen Angestellten auch noch zusätzlich dazu Rentenpakete versprochen. Jetzt reicht's aber ja. Das NCPD erhält eine dringend willkommene Ausweitung seiner Was ist denn hier los? Das Tor ist kaputt, zum dritten Mal. Was ist los? Hab schon die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Nein, das ist der Hausmeister kriegt was zu hören. Oh ja. Das ist nur. Warte mal. Später, hallo. Okay. Ich hab grad so viel um die Ohren. Ich bin dir also doch peinlich. So eine Scheiße. Hä? Junkie. Und du wolltest doch zum Hausmeister. Naja, so. Ist das hier Miete überfällig? 76 Tage. Stell dir mal vor, du hast so ein Schild immer an der Miete überfällig. 76 Tage. Und das ist hier. Bezahlte Miete. Aha. Was steht denn da? Okay. Aber mein Apartment ist auf der anderen Seite. Ich bin noch nicht ganz wach. Okay. Drei Paketchen bekommen. Ich weiß zwar nicht, wo du bist. Ich Kakerlaken hier. Nehmen wir auch noch mit. Was ist das hier? Ich bin großzügig heute. Kommen wir leider nicht durch, okay. Ist alles geschlossen? Aber schön anzusehen, ey. Sehr Wahnsinn. Oh, schönes Apartment hier. Herrlich. Schließen. Schließ die Tür, der Abschaum darf nicht reinkommen. Man, die haben sich aber wirklich sehr schön gemacht hier. Kleiderschrank, guck mal, wie der aussieht. Ah, guck mal hier.
C. Kleider. Du kannst bis zu 6 Outfits in einem Kleiderschrank speichern. Diese können dann jederzeit im Abschnitt Outfits in deinem Inventar aktiviert oder deaktiviert werden. Das Aktivieren eines gespeicherten Outfits verändert die Aussehen deiner ausgerüsteten Kleidung, aber nicht ihre Werte. Sämtliche Kleidung, die du findest, erhältst, herstellst, zerlegst, kaufst oder verkaufst, wird im Speicher deines Kleiderschranks hinterlegt. Okay, haben wir eine Kappe? So, fertig. Okay, liebe Leute, aber das war's erstmal für diese Folge. Overdance Substance. Zeit für einen neuen Look. Geh zum Spiegel in einem Apartment oder in einem Safe House und wähle die Option Aussehen verändern. Du kannst schon deine Lieblingsklamotten gefunden. Erstelle Kleiderschrank in deinem Apartment Outfits, um das Aussehen deines ausgerüsteten Kleidung jederzeit verändern. Okay, das können wir machen. Das wäre hier drinne. Hier ist eine Dusche nehmen. Ne? Aber das machen wir das nächste Mal. Erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, liebe Leute.